Flaggenetiketten und Belege von Leinen an Bord von ihrer Linsen. Guten Tag, mein Name ist Paul Smits. Ich bin seit in etwa 18 Jahren arbeite ich bei Linsenjachts. Ich bin angefangen als Junior-Verkäufer. Ich habe dann später unsere After-Sales-Abteilung gemacht. Und jetzt mache ich Endkontrolle, Qualitätskontrolle von den Schiffen und Übergabe von den Schiffen. Die Nationalitätsflagge wird am Heck des Schiffes geführt, meistens mittig. Wenn das nicht möglich ist, darf die Flagge auch ein bisschen über Steuerbordseite geführt werden. Die Nationalitätsflagge hat auch immer die Nationalität von den Eignern vom Schiff. Also wenn sie deutsch sind, dann hat das Schiff auch eine deutsche Flagge hinten am Heck. Eine Nationalitätsflagge wird von morgens bis abends Sonnenuntergang wird die geführt, aber die Flagge soll vor 21 Uhr auch runtergeholt werden. Eine Nationalitätsflagge soll immer in sehr gutem Zustand sein, also muss gut aussehen und darf auch nicht kaputt sein. Wenn es wichtig ist, dass die Nationalität von das Schiff auch abends wiedererkannt wird, wenn man an den Hafen reinfährt oder wenn man nachts auf offenes Meer fährt, darf man auch nachts die Nationalitätsflagge einfach stehen lassen. Wenn Sie im Ausland fahren, ist es üblich, dass Sie im Steuerbordseite im Mast eine Gastlandflagge führen. Die Gastlandflagge wird von morgens 8 bis Sonnenuntergang, aber nicht später dann 9 Uhr abends geführt. Zuerst wird die Gastlandflagge runtergenommen, dann wird die Nationalitätsflagge runtergenommen.